Frauen frieren schneller als Männer, möchte ich eigentlich zustimmen, und zwar von der TCM. In China gibt es die zwei großen Polen, das Yang und das Yin. Yang steht für warm, bis Hitze, und Yin steht für Kälte. Frauen sind eher dem Yin zugeordnet, Männer eher dem Yang. Und es ist wichtig, dass man nicht einteilt, Frau ist Yin und Mann ist Yang. In China sagt man immer in Bezug auf. Es gibt immer ein Denken in Bezug zu irgendwas. Es gibt nichts Absolutes. Das ist eigentlich gestrichen in dieser Philosophie. Frauen also sind von Tendenz her eher kälter. Frauen essen von Tendenz her eher energetisch kalte Nahrungsmittel, Rohkost zum Beispiel. Und dann wird der ganze Körper kalt. Und ich muss immer zu meinen Frauen sagen, die klagen, sie sind immer kalt. Frage ich, was essen sie? Wenn ich höre, Salatteller, sage ich, müssen sie umstellen auf was Wärmendes. Essen sie ruhig mal in warmen Brei. Wenn es ihnen schmeckt oder aus philosophischen Gründen nichts ausmacht, essen sie auch mal ein Stück Fleisch.